Das ist Cassie, ein belgischer Schäferhund. Zusammen mit ihren vier Geschwistern und Mama Nell verbringt sie die ersten 8 Wochen ihres Lebens im Geburtshaus der Diensthundeschule in Ulmen. Doch was Cassie noch nicht ahnt, es wird ein ganz besonderes Leben für die Hündin. Wenn sie einmal groß und stark ist, wird Cassie ein Diensthund bei der Bundeswehr. Die Welpen sind jetzt genau 3 Wochen alt. Und das ist ja der 2. Wurf von unserer Nell. Und dieses Mal hat sie 5 und im ersten Wurf hat sie 10 Welpen gehabt. In ihren ersten Lebenswochen dreht sich bei Cassie alles ums Essen, Spielen und Schlafen. Im jetzigen Alter schlafen sie halt auch sehr, sehr viel. Und wir betreuen die halt hier den ganzen Tag über. Und die bekommen ihre Streicheleinheiten, Schmusen, dann halt ein ganz klein bisschen spielen. Und ja, der Rest von der Zeit ist halt die Mutter, die halt mit Säugen und halt sie sauber machen, dann halt den Tag verbringt. Doch heute steht noch etwas ganz Aufregendes für Cassie an. Es geht zur Tierärztin. Dann untersuchen wir dich mal. Dann gibt es heute die erste Impfung. 4,6 Kilo. Guck mal einmal die Augen, die schleimen heute an. Die sind schön rosa. Super machst du das. Und dann die Ohren, die sind auf. Das sieht auch gut aus. Die Schneidezähne kommen schon durch, die Milchzähne. Das ist eine allgemeine klinische Untersuchung, wie beim Erwachsenenhund auch. Die kriegen heute ihre erste Impfung. Das ist eine Impfung gegen Zwingerhusten. Das sind 2 verschiedene Virusstämme, die da drin sind. Und einfach einen allgemeinen klinischen Check. Ja, wie sieht der Nabel aus? Wie sehen die Ohren aus? Sind die Zähne schon da? Wie ist der Entwicklungsstand seit der Geburt? Wie viel haben sie zugenommen? Einfach, wie es ihnen geht. Und wir hören das Herzchen auch noch ab. Mal auch noch gucken. Das Herz und die Lunge. Der ist auch ganz weich. Das tut ihm auch nicht weh, wenn ich da irgendwo drauf rumdrücke. Endlich fertig? Nein. Jetzt kommt noch Cassies erste Impfung. Eine von vielen, die in den ersten 8 Wochen verabreicht werden. Oh, ist das gemein. Auch noch in die Nase. Und das schmeckt wahrscheinlich auch noch so bitter. Gut. Klasse, was du gemacht hast. Untersuchung überstanden. Ein Glück. Jetzt geht es ganz schnell wieder zurück zu Mama Nell und unter die warme Rotlichtlampe. Zeit für ein Mittagsschläfchen. Cassie schläft viel. In den ersten Wochen ihres Lebens bis zu 22 Stunden am Tag. Wie Cassie und ihre Geschwister die Welt draußen entdecken, das gibt's im zweiten Teil zu sehen.